Hallo ihr Lieben, willkommen zu Dog Vlogmas Tag Nummer 11. Wir haben heute den 10. Dezember und wir haben es jetzt 11.15 Uhr. Ich habe jetzt gerade Mittagspause, bin hier auch noch in meinem Arbeitsdress und Fanny sitzt hier und wartet, dass wir was machen. Mittags gehen wir keine Runde raus, wenn ich nur Kurzpause habe. Ich habe eine Dreiviertelstunde Pause, wohne hier aber direkt neben der Arbeit quasi, also 5 Minuten mit dem Auto. Und komme da mittags immer kurz hierher, lasse sie einmal kurz rauspinkeln und dann machen wir immer noch eine Kleinigkeit. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute auf jeden Fall erstmal den Barf-Adventskalender auf. Dann hat Fanny nämlich gleich eine kleine Leckerei. Also gestern die Seidenpuppenraupen waren ja auf jeden Fall voll der Fail. Und wir schauen einfach mal. Fanny hat sich hier auf den Hocker gesetzt und dann schauen wir einfach mal, was heute drin ist. So. Fanny versucht schon zu plündern. Wir haben die 10 heute. Die 10 ist hier oben. Da. Und ich bekomme sie nicht raus. Schön warte. Und zu Fannys Freude sind da heute wieder die Seidenspinnerpuppen drin. Das ist aber blöd, auch 2 Tage hintereinander. Und hier oben hat sie übrigens schon die 14 eingedrückt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Die ist noch nicht dran. Wir schütten die jetzt einfach mal aus und gucken, ob Fanny vielleicht heute Lust drauf hat. Fanny? Nein, auch heute findet sie sie doof. Also der Spruch zu heute ist, für heute ist, mit 29 Jahren ist der älteste Hund der Welt gestorben. Und Fanny findet diese Seidenspinnerpuppen echt kacke. Okay, also haben wir auch nicht oft, dass Fanny wirklich was überhaupt nicht mag. Also manchmal ist es halt ziemlich widerwillig, aber irgendwie, die mag sie gar nicht. Schade. Nee. Na gut, du kriegst was anderes, Mäuschen. Wollen ja noch mal kurz was machen. Ja, so kleine Trickeinheiten mache ich halt immer ganz gerne, auch ein bisschen Fußarbeit mit rein oder ein bisschen Rallye-Obedience, also dieses Drumherumgehen zum Beispiel. Das mache ich immer ganz gerne so zwischendurch in der Mittagspause, weil das einfach schnell geht. Fanny muss sich sehr konzentrieren dabei, ich habe die Konzentration dafür auf jeden Fall auch noch. Und sonst lasse ich sie auch gerne mal mittags suchen, dass ich ihr Leckerchen in der Wohnung verstecke und sie muss sie halt suchen oder irgendwie so Kleinigkeiten halt einfach. Das ist immer so das, was ich in der kurzen Mittagspause mache. Wenn ich die lange Mittagspause habe, da habe ich dann so 2, 2,5 Stunden Mittagspause, da gehen wir dann halt schon Gassi eine Runde. Aber wenn ich dann jetzt, also ich habe jetzt um 3:45 Feierabend und dann geht es auf jeden Fall direkt dann raus in den Wald oder ins Feld, je nachdem, wozu wir Lust haben. Mal gucken, das Wetter ist heute sehr durchwachsen, also momentan scheint gerade die Sonne. Es sieht aber so aus, als würde es gleich noch anfangen zu regnen. Also mal gucken, wie das Wetter heute wird. Dementsprechend gestalten wir heute Nachmittag unseren Spaziergang. Und dann steht heute auch nicht mehr so viel dran. Ich hoffe, ich denke dran. Ich wollte euch nämlich einmal zeigen, was ich für Hundebücher habe und welche ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist so der Plan heute. Okay, dann entspanne ich jetzt noch ein paar Minuten und dann geht es wieder los zur Arbeit.
So, wir haben es jetzt kurz nach 4 und wie ihr seht, sitzen wir beide im Auto. Denn auch wenn es jetzt schon langsam anfängt zu dämmern, ja, um die Uhrzeit ist das im Winter normal, fahren wir jetzt noch in den Wald. Ich habe da einfach gerade total Bock drauf, in den Wald zu fahren. Es ist richtig, richtig eisig gerade, also der Wind ist echt unerträglich. Ich glänze etwas. Und ja, deswegen flüchten wir uns in den Wald in der Hoffnung, dass uns kein Ast auf den Kopf fällt. Aber so stürmisch ist es jetzt gerade nicht mehr. Mal schauen, ob es auch so bleibt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal eine Runde spazieren. Fanny? Gute Schnecke. Gute Maus. Zurück. Zurück. Gut. So, man sieht, glaube ich, wenig. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also es ist richtig, richtig dunkel geworden. Ich habe auch gerade eine Insta-Story gemacht. Da sah es bei weitem nicht so dunkel aus wie auf dieser Kamera. Und so wie es auf der Kamera aussieht, so wirkt es auch für mich. Also es ist richtig schnell dunkel geworden. Und viel später darf ich eigentlich auch gar nicht mehr in den Wald gehen, weil dann wird es einfach zu dunkel und dann kann ich Fanny auch nicht mehr ableinen. Und das ist im Wald halt schon ganz schön doof mit den ganzen Bäumen, weil ich halt im Dunkeln auch kein Hallo. Kein Wild mehr sehe und wenn ich das Wild nicht sehe und Fanny riecht es, dann kann das schon ganz schön doof werden. Deswegen ist das so die späteste Runde, die wir im Wald drehen können, sonst geht es halt im Feld. Da habe ich einen weiteren Umblick und ja, muss dann halt demnächst auch meine Taschenlampe zu dieser Runde mitnehmen. Es wird halt immer, immer, immer noch weiter dunkel, schneller hell, dunkel. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, am 24. Dezember ist dann auch Wintersonnenwende und dann werden die Tage wieder länger. Und dann wird es auch wieder länger hell. Aber bis dahin müssen wir uns noch arrangieren. Fanny sieht man auch, glaube ich, gar nicht in ihrer Box. Doch da sieht man sie. Und wir fahren jetzt nach Hause. Dann gibt es für mich Mittag, Abendessen. Ja, bis wir zu Hause sind, ist es bestimmt 5. Und ja, dann wollte ich euch ja auf jeden Fall noch Fannys Bücher zeigen. Nein, nicht Fannys Bücher, meine Bücher, meine Hundebücher. Oh, jetzt habe ich es aber auch wirklich. Muss erstmal wirklich was essen. So, ich sitze gerade vor meinem Bücherregal, das ist hier einmal rechts und ja, es sind ziemlich, ziemlich viele Hundebücher und ich zeige sie euch jetzt einmal. So, das ist einmal mein Bücherregal oder unser Bücherregal und nur diese Etage da oben ist voll mit Hundebüchern. Das heißt, es sind ziemlich, ziemlich viele. Ich sage euch ganz kurz zu jedem Buch etwas, ob ich es überhaupt schon gelesen habe, weil ein paar sind tatsächlich dabei. Für die hatte ich noch keine Zeit, beziehungsweise die ja, interessieren mich momentan nicht. Das heißt, damit es nicht zu lange dauert, werde ich wirklich nur kurz sagen, ob ich euch das Buch empfehlen kann, ob ich es überhaupt gelesen habe oder so weiter. So, wir fangen einmal an. Ich greife einmal hier oben rein. Und zwar ist das das Hundeklickertraining. Das habe ich, glaube ich, mal geschenkt gekriegt. Ja, für den Anfang, wenn man überhaupt nicht weiß, was Klickertraining ist, dann ist das Buch ganz gut. Wenn man schon weiß, wie man das Klicken aufbauen kann, dann braucht man es nicht unbedingt. Also stehen jetzt keine sagenumwobenen Tipps und Tricks drin. Aber wenn man halt gar nicht weiß, wie man anfangen soll, dann ist das Buch schon ganz okay.
So, dann eins meiner Lieblingsbücher, nicht unbedingt nur ein Hundebuch, ist das Backmatten-Leckerli-Buch. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist das Hundekeks-Buch, was man halt mit diesen Backmatten macht. Da sind total tolle Rezepte dran. Da gibt es auch schon einen zweiten Teil, den ich noch nicht habe, mir vielleicht aber auch noch kaufen werde. Und ja, da habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht. Also das Buch ist auf jeden Fall top. So, ja, das Buch zeige ich euch nur ganz kurz. Das ist die alte Prüfungsordnung. Da ich ja im Schäferhundverein bin, ist das auch immer ganz wichtig, aber für uns jetzt einmal uninteressant. Ich habe hier so ein Buch, Die mit dem Hund tanzt, von Maike Maja Nowak, Tierisch-menschliche Geschichten, also es sind eher so Geschichten. Das Buch habe ich allerdings noch nicht gelesen, deswegen kann ich euch dazu nichts sagen. Wenn ihr selber einen Buchtipp habt, dann schreibt mir das unten mal in die Kommentare, ist egal, ob es so ein Geschichtenbuch ist oder ein Buch zum Thema Hund halt einfach. Was ich sehr gerne mag, ist dieses Homöopathie-Buch für Hunde von der Firma BLV, glaube ich. Das ist, Buch ist von Hilke Max Holena. Da sind so die wichtigsten Sachen drin, was man homöopathisch für den Hund machen kann. Ist ja auch immer ganz gut aufgegliedert. Ich mache ja sehr viel mit Homöopathie, Kräutern und sowas. Und da ist das Buch für Einsteiger auf jeden Fall top. Wenn ihr euch unsicher seid oder für den Anfang, sucht euch auf jeden Fall erstmal einen Tierheilpraktiker, der euch da ein bisschen informieren kann, oder einen Tierarzt, der auch Homöopathie macht. Das ist immer ganz gut. Ansonsten ist das Buch sehr schön und ergänzend. So, ihr merkt, wir ziehen das jetzt gerade durch. Hier habe ich das größte Buch, glaube ich, von mir. Und zwar ist das Anti-Stress-Programm für Hunde. Das Buch habe ich tatsächlich noch nicht erarbeitet. Das handelt von Tellington Touch und Bodenarbeit. Das ist ja total meins. Entspannter Hund durch Tellington Touch und Bodenarbeit. Das Buch ist von Sarah Fischer. Wenn das schon jemand gelesen hat, könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Fanny ist ja jetzt ja, kein besonders ruhiger Hund, aber auch kein unruhiger. Ich denke aber schon, dass sie öfters mal Stress hat, und da möchte ich ihr gerne helfen. Und deswegen habe ich mir das Buch geholt. Und da gibt es, glaube ich, noch ein ähnliches Buch, was ich habe. Und zwar nennt sich das Der aufgeregte Hund. Das ist von Monika Schaal, Gemeinsam zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Das habe ich leider auch erst zum Teil durch. Die Zeit ist immer sehr begrenzt und ich suche mir gerade die Bücher raus, die ich ja, auf jeden Fall sofort verschlingen möchte. Und zwar ist der Inhalt, ich kann ja mal kurz sagen, was ist nur los mit meinem Hund? Aufregung verstehen, Gelassenheit ist Teamarbeit, die Basics, Trainingsstrategien, Balance zwischen Ruhe und Auslastung, Impulskontrolle, Management und Notfallplan, Lösungsansätze für aufregende Alltagssituationen daheim und unterwegs. Ich habe mir diese aufgeregten Hundbücher auf jeden Fall geholt für Hundebegegnungen. Die muss ich unbedingt auf jeden Fall mal durchgucken. Und ich glaube, ein ähnliches Buch habe ich hier tatsächlich auch noch. Das ist ganz, ganz neu. Das nennt sich Auszeit auf Augenhöhe. Und sieht so aus, es blendet ein bisschen. Das geht um das Mensch-Hund-Spiel, kleiner Einsatz mit großer Wirkung. Das ist von Dr. Udo Ganzloser und Mechthild Käufer. Ja, da gibt es halt ja, dieses mit Pseudospielen, zum Beispiel Spieltypen erkennen, von Grobmotorikern, Maulhelden, Zerglern und Feingeistern. Und was wollen wir spielen? Also es ist eher so in Richtung Spielen, aber dass man halt guckt, dass es ein vernünftiges Spiel ist. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das Bild ist auch sehr schön. Also das habe ich auch noch nicht gelesen, werde es auf jeden Fall noch tun und dann gucken. Eins meiner ersten Bücher, die ich hatte, als wir Fanny bekommen haben, war die Hunde-Uni. Und zwar sind das schlaue Aufgaben für schlaue Hunde. Da kann man halt verschiedene Tricks machen, zum Beispiel mit Targetarbeit oder apportieren. Also da sind ein paar ganz schöne Ideen drin, was man machen kann. Also das Buch ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne tricksen. Auch so kleine Spielchen, ja, wie man Menschen so austricksen kann mit Ja und Nein, so dass man so tut, als würde der Hund zum Beispiel auch rechnen können. Also das ist ganz witzig. Das kann ich auf jeden Fall für die Trickser unter euch empfehlen. Dann habe ich eins meiner Lieblingsbücher. Und zwar ist das Rallye Obedience von, vom Katmos Verlag von Angelika Schröder. Leider ist das eins der einzigen Bücher auf Deutsch, die es über das Rallye Obedience gibt. Dafür ist das Buch aber sehr gut. Es ist sehr gut beschrieben, wie die einzelnen Übungen funktionieren. Umschrieben auch, wie das Ganze funktioniert, das Regelwerk so ein bisschen erläutert. Also das Buch ist auf jeden Fall top. Für alle Rallye Obedience Begeisterten kann ich das nur empfehlen. Ich als Trainerin habe das auch sehr gerne gelesen und finde das sehr informativ.
Dann habe ich hier noch ein Buch, naja, entfernt zum Rallye Obedience. Das ist Heelwork Handbuch. Das ist auch relativ neu. Das gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Das ist von Eva Hampo und Anna Herzog. Mit System zur perfekten Fußarbeit im Hundesport, Leidenschaft, Ausstrahlung, Präzision. Das habe ich auch schon zum Großteil durchgelesen. Das hat mir ein paar Tipps geben können. Ist ganz gut, wenn ihr im Hundesport unterwegs seid und ein bisschen an eurer Fußarbeit arbeiten möchtet, dann ist das Buch auf jeden Fall empfehlenswert. Für den Alltagshund braucht man es nicht. Ist wirklich nur für den Hund, der wirklich in der Fußarbeit geführt wird. Dann habe ich auch, glaube ich, 2, 3 Barf-Bücher. Hier habe ich zum Beispiel einmal Rohfütterung für Hunde von Silke Böhm, Frischfleischfütterung leicht gemacht. So, ganz schön schwierig. Ja, hier sind einfach so ein paar Beispiele drin, was man halt machen kann, wie man halt Fleisch beschäftigen kann und ja, was halt so in den Hundetopf darf. Zum Beispiel sind hier auch Pläne mit drin, wie man das Ganze aufbauen kann, ein Beispielplan und Gemüsemischung und was man bei Allergien beachten muss und sowas alles. Ist ganz gut, das kann man sich einmal durchlesen und dann ist auch gut damit. Also wenn man wirklich ordentlich am Barfen ist, dann ist das so für den Einstieg auch in Ordnung. Aber das ist eher sowas, was man sich ausleihen könnte, beziehungsweise das wäre jetzt auch zum Beispiel ein Buch, was ich relativ schnell wieder verkaufen würde. Oder vielleicht auch werde. Ich muss unbedingt mal aussortieren. So, das ist auch eins der ersten Bücher, weil ich da ziemlich Angst vor habe. Und zwar ist es das Buch Anti-Giftköder-Training. Und zwar ist das mit Übungsprogramm für Staubsaugerhunde. Fanny ist jetzt mittlerweile nicht mehr ein Hund, der alles vom Boden frisst. Deswegen ist das eher so ein bisschen uninteressant geworden. Das Buch ist von Sonja Mayburg. Und ja, da geht es zum Beispiel darum, ja, wie man das Ganze vorbeugen kann. Halt einfach, dass der Hund ja, einfach gestoppt wird, bevor er beim Futter ist. Also wie man das Ganze aufbaut. Das ist ganz interessant. Ich habe es allerdings mit Fanny noch nicht gemacht. Das Buch habe ich allerdings gelesen. Vielleicht wäre das mal so ein Ansatz, den ich mal im Gruppentraining mit den anderen Hunden machen könnte. Also das für alle Staubsaugerhunde ist das wahrscheinlich was. Auch eins der ersten Bücher, die ich habe, sind 101 Hundetricks. Ihr seht, ich habe am Anfang auch sehr darauf geachtet, mit Fanny viel Kopfarbeit zu machen. Hier sind halt so Klassiker drin. Männchen beten, in eine Decke einwickeln, aber auch sowas wie Liegestütz, also schon ein bisschen schwierigere Sachen, Hinkebein. Also das sind schon sehr anspruchsvolle Sachen drin. Ringe werfen. Also wenn ihr einen Hund habt, der schon sehr, sehr viele Tricks kann, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Da sind einige Sachen drin, die ja, ich so vorher auch noch gar nicht kannte. Und ja, also da ist das Buch auf jeden Fall eher was für Fortgeschrittene und das andere, was ich jetzt, also die Hundeuni ist dann eher was für den Anfängerhund und das für den Fortgeschrittenen. So, es geht immer noch weiter. Und zwar nennt sich das Buch Die Körpersprache der Hunde. Das habe ich auch hauptsächlich so ein bisschen für meinen Freund mitbestellt. Der macht ja gerade den Schutzdiensthelfer in einem anderen Verein. Und da ist es halt auch sehr wichtig, die Körpersprache vom Hund zu sehen. Natürlich ist es bei mir aber am Anfang auch so gewesen, dass ich auf dem Hundeplatz, als ich die Trainerarbeit übernommen habe, gerade von Welpen und Junghunden, so die Körpersprache nicht so gut einschätzen konnte. Das hat sich mittlerweile geändert. Auch dank des Buches, also es ist sehr schön umschrieben, was der Hund einem eigentlich sagen will oder vielleicht auch nicht sagen will. Und da kann ich euch auf jeden Fall das Buch empfehlen. Dann habe ich mir auch mal, warum auch immer, das Agility für Fortgeschrittene gekauft. Ich habe ja eine Zeit lang einmal kurz Spaß Agility gemacht und war dann kurz davor auch zu sagen, okay, wir machen das doch ein bisschen intensiver. Dann hatte Fanny aber immer mal wieder Rückenprobleme, die es uns ja, verhindert haben, weiter im Agility-Sport Fuß zu fassen. Und ja, da von dieser Zeit ist das Buch. Das gebe ich allerdings, glaube ich, noch nicht weg, weil wer weiß, was mit dem nächsten Hund ist. Das Buch ist von Werner Damm. Da habe ich jetzt dementsprechend aber auch noch nicht sonderlich viel reingeguckt, kann euch also nicht sagen, was ich ja, von dem Buch halte. So, die nächsten zwei Bücher gehen um das Thema Gymnastik, Muskeltraining. Da habe ich einmal dieses Buch hier, das ist Gymnastiktricks. Das Buch ist tatsächlich auch eher was für Einsteiger, also für uns eher ungeeignet. Ich mache ja sehr viel Balanceübungen und ja, Muskelaufbau. Also hier ist dann so ein bisschen was dran wie Kopf ablegen oder ja,
aus dem Platz entstehe und so ein bisschen tralali, tralala. Das ist für den Einsteiger auf jeden Fall was, der sich noch nie damit befasst hat. Für den würde ich dieses Buch Gymnastiktricks empfehlen. Für alle weiterführenden Sachen kann ich euch dieses Praxisbuch Hundefitness empfehlen. Also da sieht man schon, das ist eigentlich das, was wir auch eher so machen mit dem Ballons hier vorne zum Beispiel und hinten dann dieses kleine Höckerchen. Hier sind auch alle möglichen Sachen drin, auch zum Beispiel mein Donut ist hier drin von FitPaws. Also hier sind einige schwierige Sachen drin, Cavaletti-Arbeit ist hier auch mit drin, Bodentargets. Also das ist auf jeden Fall was, wie man den Hund halt wirklich gut gymnastizieren kann und gut ausbalancieren kann. Und das ist auch immer eine tolle Übung, um die Hinterarbeit von jungen Hunden zu fördern, aber auch von älteren, um sie einfach ein bisschen fit zu halten. So, dann haben wir als nächstes Der Freudenweg im Hundesport. Das ist ein Buch, was einen einfach so ein bisschen wieder auf den Punkt bringt. Also, dass man nicht alles so verbissen sehen soll im Hundesport, sondern dass es halt auch noch weiterhin Spaß macht, dass man zusammen glücklich und erfolgreich im Training und Turnier ist. Das habe ich mir halt auch gekauft für die Rallye-Obedience-Turniere. Ich bin teilweise schon etwas verbissen gewesen. Mittlerweile hat sich das aber auch schon ein bisschen gelegt. Das Buch ist auch noch nicht ganz durchgelesen. Ich hatte schon mal angefangen. Kann euch da aber noch nicht so ganz zu was sagen, aber das ist auf jeden Fall so für ein bisschen verbissene Hundeleute vielleicht ein gutes Buch. Dann habe ich hier als nächstes so ein Buch, was eher für mich als Trainer sinnvoll ist, und zwar ist das Menschentraining für Hundetrainer. Das ist von Nicole Wilde aus dem Kinos Verlag, wie man mit Hundehaltern als Kunden umgeht. Also bei uns sind es ja nicht so ganz unbedingt Kunden, da ich ja im Verein tätig bin, mache das ehrenamtlich und bekomme dafür kein Geld. Auf der anderen Seite ist es natürlich, die Leute bezahlen da trotzdem Geld für das Training, also ihren Mitgliedsbeitrag, und die wollen natürlich auch gut unterhalten werden. Und das Buch ist sehr witzig geschrieben, da sind so einige Beispiele dran, die man auf jeden Fall bei sich auf dem Hundeplatz wiederfindet. Und für Hundetrainer ist dieses Buch auf jeden Fall ein Kauf wert, so teuer war das auch, glaube ich, gar nicht. So, dann gibt es ein Buch, das nennt sich Hoffnung auf Freundschaft, das erste Jahr eines Hundes. Das ist auch eher so eine geschriebene Geschichte. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal angefangen zu lesen und habe es dann jedes Mal weggelegt, weil immer irgendwas dazwischen kam. Also es ist jetzt nicht so fesselnd, aber es ist sehr, sehr interessant. Und zwar geht es da um zwei Geschwisterhunde, die in unterschiedliche Familien kommen. Der eine, oder ich glaube, das ist eine Frau, die eine kümmert sich halt so aufopferungsvoll um den Hund, macht mit dem alle möglichen Hundesportarten, und das andere ist halt ein ganz normaler Familienhund, und da geht es halt darum, welcher Hund glücklicher ist und was für Probleme über die Jahre auftauchen. Sehr interessant, habe ich aber allerdings noch nicht durchgelesen. Also ihr seht, ich habe sehr viele Bücher, aber auch einige noch nicht durchgelesen. Dazu gehört auch dieses Buch von Dr. Ziegler, Hunde würden länger leben, wenn, das Schwarzbuch Tierarzt. Und auch da habe ich so einiges schon von gehört gehabt, wollte es dann auch unbedingt haben. Totgeimpft, fehlernährt, Medikamenten vergiftet, ein Insiderin packt aus. Also was man halt alles, an seinem Hund versaubeutelt. Ich habe das Buch auch noch nicht angefangen zu lesen. Es geht halt darum, zum Beispiel, ob diese vielen Impfungen und alles möglich notwendig ist überhaupt oder ob das nur Geldmacherei ist. Und das fand ich ganz interessant, hat aber auch noch nicht geschafft zu lesen. Das muss ich jetzt unbedingt mal machen. Was ich mir auch noch gekauft habe im letzten Jahr, ist Wellness für Hunde, Massage und Physiotherapie für jeden Tag. Das war definitiv ein Fehlkauf. Ich weiß nicht, also mit so einem Massage-Igelball über den Hund fahren und so, also das wäre jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss. Also hier werden schon die Muskulatur vom Hund beschrieben und das ist alles sehr anatomisch und wie man halt so ein bisschen die Griffe hat. Aber das ist jetzt halt nichts, was ich unbedingt nochmal kaufen müsste. Also ich meine, wie man einen Hund krault, kann man auch selber sehen. Dann habe ich, das habe ich glaube ich letztes Jahr im Wichtelpaket gehabt, ein Buch Einfach Schnüffeln nennt sich das. Das sind Nasenspiele für den Hundealltag von Christina Sondermann. Das habe ich auch zum Teil schon durchgelesen. Das finde ich zum Beispiel sehr schwierig. Also es sind klar, sind das Schnüffeltricks mit drin. Es ist jetzt aber auch nichts Neues. Also für einen Neuhundebesitzer ist dieses Buch auf jeden Fall total was, wobei ich das sehr
schon das Bild hier vorne nicht so toll finde. Also draußen darf Fanny zum Beispiel Leckerchen nicht so suchen, weil ich da einfach viel Angst vor Giftködern habe. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ansonsten für Neuhundebesitzer ist einfach Schnüffeln eine schöne kurze Anleitung, wie man den Hund ein bisschen an die Nasenarbeit bringt. Es geht immer noch weiter. Das nächste nennt sich Barf Rezepte von Raffaela Koller. Sieht so aus. Auch das war ein Fehlkauf. Da sind jetzt Beispiele drin von Fleischmischungen, also was man dem Hund füttern kann. Und dann kann ich euch zum Beispiel Straußenfleisch mit Mais, wo man dann dem Hund auch irgendwelche Smoothies machen soll, wo ich mir so denke, Alter, nenn das doch einfach Gemüsemischung. Ich hau da Gemüse rein, was ich da habe, was da stehen bleibt und gucke halt, dass im Großen und Ganzen alles drin ist. Und dann kommt da Quinoa und allen Schickimicki rein. Also wenn man wirklich sich das Barfen kaputt machen will, dann sollte man nach solchen Rezepten arbeiten und nicht nach Gefühl. Also das finde ich nicht so toll. Ein weiteres Barfbuch, aber der totale Gegensatz ist diese Barffibel, nennt sich die ja, von Simon. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also die hat mir am Anfang sehr, sehr viel geholfen beim Anfang des Barfens, also die artgerechte Ernährung des Hundes mit Barf, mit Tabellen, Futterplänen, Literatur und Linktipps. Das ist eher so eine kleine Anleitung. Also das war wirklich super und top. Sollte der nächste Hund als Welpe dann hierher kommen, wird er auf jeden Fall auch gebarft. Und da gibt es noch das Barfen für die Senioren und für die Welpen. Die werde ich mir auf jeden Fall demnächst auch nochmal kaufen. Das kostet auch nur 5 Euro, diese Broschüre. Und die hat mir so viel gebracht beim Barfen. Also das ist echt Wahnsinn. So, was ich dann auch noch habe, ist die Kräuterapotheke für Hunde. Da stehen so halt die gängigsten Kräuter drin. Das Buch hatte ich mir, glaube ich, irgendwann mal bei eBay erstanden. Da ist so eine kleine Kräuterkunde drin, was Arnika ist, was man mit Brombeeren machen kann. Also auch sehr, sehr interessant. Lavendel, Rosmarin, also alles auch so Sachen, die man vielleicht im Garten oder in der näheren Umgebung hat. Und das ist auf jeden Fall so eine schöne Ergänzung zum Barfen, finde ich, wenn man so ein bisschen auf Homöopathie und Kräuter steht. Und als letztes Buch, wobei ich mindestens eins vergessen habe, weil das irgendwo rumfliegt. Oh, meine Füße schlafen ein. Warte mal, ich hole euch mal kurz runter. Und zwar fehlt mir eins meiner Lieblingsbücher, das ist Cavaletti-Training. Keine Ahnung, wo das hingekommen ist. Ich hoffe, ich finde das nochmal wieder, weil da wollte ich jetzt eigentlich über den Winter wieder extremer anfangen. Jetzt geht der Fernseher aus. Und zwar ist das letzte Buch auch ein relativ neues Buch, was ich mir erst neu erstanden habe. Und zwar nennt sich das Hundehomöopathie, Praxisratgeber eines Tierarztes mit homöopathischer Reiseapotheke. So sieht das aus. Und ist definitiv auch ein Buch, was man sich holen kann, wenn man auf Homöopathie und Kräuter und sowas steht. Und So, hier liegt jetzt ein Stapel Bücher. Mein Regal ist leer, wie gesagt, mindestens eins fehlt. Es hat sich einiges angesammelt, es werden aber definitiv noch einige Bücher nachkommen. Ich werde jetzt aber auch demnächst mal aussortieren, auch gerade diese Bücher, dass ich die endlich mal lese, hier sowas, sie danach dann wegtun kann. Genauso wie Hoffnung auf Freundschaft, das sind so Bücher, die man einmal gelesen haben muss, glaube ich, und danach nicht mehr. Aber wie gesagt, es sind total tolle Bücher. Momentan mein Lieblingsbuch ist dieses hier, Praxisbuch Hundefitness. Ich bin halt sehr bedacht, dass Fanny halt mit ihrem Rücken sehr viel gymnastiziert und ihre Muskulatur einfach gut im Schuss hält. So, das Video ist jetzt auf jeden Fall schon viel zu lang. Wir gucken jetzt gleich noch einmal in den Docsbox Adventskalender und dann reicht es auch für diesen Vlog. So, letzte Handlung für diesen Vlog. Türchen Nummer 10 bzw. Säckchen Nummer 10 wird einmal aufgemacht und fällt runter. Yay! So, Fanny ist heute ein bisschen näher. Hier haben wir Säckchen Nummer 10. Und das ging heute ausnahmsweise mal schnell ab. Deswegen machen wir jetzt auch ganz flott. Wieder ein goldenes Säckchen mit Rinderwürfeln, 100% getrocknet. Ich hoffe, die sind einmal ein bisschen kleiner. Mir fehlen momentan so die kleinen Leckerchen. Wir schauen einmal schnell rein. Ja, die sind etwas kleiner. Nein. Und sehen so aus. Sieht aus wie so ein bisschen Lunge. Okay. Aber auch eher nichts zum Training.
Also eher was, um es einmal kurz wegzukauen. Mir fehlen, wie gesagt, so ein bisschen mittlerweile die Trainingsleckerchen, aber vielleicht kommt da ja noch was. So, weil dieser Vlog jetzt wahrscheinlich unendlich lang ist, werde ich ihn jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Büchern. Ihr könnt mir mal unten, wie gesagt, Buchtipps reinschreiben, welches euer absolutes Must-Have-Buch ist. Vielleicht habe ich euch ja auch mit einem Buch angefixt, was ihr euch jetzt unbedingt kaufen wollt. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.